Aufgeladen wie ein energievoller Blitz zerreißt Volt seine Feinde in Stücke. Was den elektrisierenden Warframe ausmacht und warum er sich besonders gut in Eidolon-Jagden macht, erkläre ich in diesem Volt-Guide. Zu Beginn schauen wir ein wenig über seine Grundstats, gehen dann über zu den Fähigkeiten und deren Augmentierungsmods, fassen alles noch einmal in seinen Skalierungen zusammen und zeigen zum Schluss beispielhafte Mod-Setups, beispielsweise für Eidolon-Jagden, inklusive einer Erklärung, wie man an Volt gelangt, falls man ihn nicht als Starter-Warframe ausgewählt hat. Bei Updates oder Veränderungen findest du dies immer in der Videobeschreibung und sollte dir ein Fehler auffallen oder etwas im Video fehlen, dann lass es mich doch mit einem Kommentar wissen. Schauen wir uns Volts Basiswerte genauer an, dann fallen uns relativ durchschnittliche Werte auf. 300 Lebenspunkte sind Standard. 450 Schildpunkte, etwas höher als bei den meisten anderen Warframes. Dafür jedoch nur 150 Energie und gerade einmal 15 Rüstungspunkte. Mit solch einem extrem niedrigen Rüstungswert sind wir definitiv auf die erhöhten Schildpunkte angewiesen. Und mit so wenig Energie können wir uns auch kaum mit Hilfe von Fähigkeit verteidigen. Die Prime-Variante lohnt sich hier besonders, da sie beide unserer Schwächen vermindert. Einerseits verdoppeln wir unseren Energiewert und machen uns Volt fähigkeitsbezogen nützlicher, andererseits verleiht uns der erhöhte Rüstungswert um einiges mehr an Sicherheit im Kampf, wodurch wir riskanter mit unseren Schilden spielen und mehr Schaden einstecken können. Mit 300 Energiepunkten bei der Prime-Variante besitzen wir hier sogar gerade einmal mit 4 anderen Warframes den höchstmöglichen Energiepool im Spiel. Volts passive Fähigkeit lädt elektrische Energie bei uns auf, wenn wir uns über den Boden bewegen, also beim Gehen, Laufen, Rutschen oder ähnlichem. Vergleichbar mit dem Aufbauen eines Stromschocks durch Wollsocken auf einem Teppich bauen wir hier für jeden bewegten Meter 5 Punkte Elektrizitätsschaden auf, bis zu einem Maximum von 1000 Schadenspunkten. Der genaue Wert wird uns auf dem Bildschirm auch angezeigt. Unser passiver Schaden ist hier zwar nicht von der Fähigkeitsstärke beeinflussbar, wird jedoch mit unserem nächsten Schadensoutput kombiniert. Sniperwaffen lohnen sich folglich besonders, da wir besonders durch Bewegen den Bonusschaden aufbauen können und mit einem gezielten Schuss auf unseren Schaden hinaufaddieren. Waffen mit hoher Feuerrate hingegen würden nur geringere Werte erhalten oder Nahkampfangriffe zwischendurch unsere aufgebauten Ladungen schnell verbrauchen. Der Elektrizitätsschaden kann hierbei mit anderen Elementen kombiniert werden, wenn es sich um eine Projektilwaffe handelt. Eine giftbasierte Sniperwaffe hätte somit Gift plus Elektrizität, also Korrosionsschaden. Nahkampfwaffen profitieren hiervon jedoch nicht. Und die jeweiligen Schadenstypen bleiben voneinander unkombiniert. Installierte Schadensmods oder Elementmods haben ebenfalls keinen Effekt auf unsere passive Fähigkeit. Dafür jedoch kritische Treffer, als auch die Kombozähler von Sniperwaffen. Bei Mehrfachschüssen oder auch Schrotwaffen erhält zudem nur eine einzige Kugel den aufgebauten Schadensbonus. Unsere erste Fähigkeit namens Schock erschafft eine Bogenentladung, welche einen Kettenblitz in unsere gewünschte Richtung feuert. Der Blitz kann dabei ein Ziel treffen, wenn es sich innerhalb von 15 Metern um den Einschlagspunkt befindet und dabei bis zu 5-mal als Blitzkette springt. Ein Treffer verursacht 200 Elektrizitätsschaden, inklusive eines garantierten Elektrizitätsprocs, welcher sie zusätzlich für 3 Sekunden betäubt und 50% des Schock-Grundschadens, also 100 Schadenspunkte, in einem kleinen Bereich um sie herum verursacht. Der Schaden kann hier simpel mit Fähigkeitsstärke erhöht werden, die 25 Punkte Energiekosten mit Fähigkeitseffizienz vermindert werden und der maximale Abstand, um zwischen dem Einschlagspunkt oder Gegnern hin und her zu springen, mit Fähigkeitsreichweite. Da es sich um Elektrizitätsschaden handelt, haben wir hier eine sehr wirkungsvolle Waffe gegen Roboter und Maschinen. Zielen wir neben Gegner, so können wir sie mit Leichtigkeit beschädigen und betäuben. Zielen wir jedoch direkt auf eine Gruppe von Gegnern, so können wir mit Hilfe einer Ausführung bis zu 6 von ihnen gleichzeitig treffen. Unsere zweite Fähigkeit heißt einfach nur Geschwindigkeit. Sie verleiht uns und unseren Verbündeten in bis zu 25 Metern Reichweite einen Buff, welcher uns 17% schnellere Nachladegeschwindigkeit, 50% schnellere Nahkampf-Angriffsgeschwindigkeit und auch 50% höhere Bewegungsgeschwindigkeit verleiht. Wie lange der Buff aktiv bleibt, hängt von unserer Fähigkeitsdauer ab. Der Radius, um Verbündete damit zu buffen, von Fähigkeitsreichweite und die Höhe der prozentualen Werte von unserer Fähigkeitsstärke. Mit einem Backflip-Manöver, also dem Zielen und gleichzeitigen Rollen nach hinten, kann der Buff manuell entfernt werden und die verbleibende Lebenszeit mit einer neuen Ausführung der Fähigkeit erneuert werden. Selbst beim Nachladen können wir unsere Geschwindigkeit ausführen. Zu beachten ist jedoch, dass sowohl Angriffsgeschwindigkeit als auch Nachladegeschwindigkeit additiv mit unserer zweiten Fähigkeit skalieren und mit Mods kombinierbar sind. Als Beispiel nehmen wir die Mod Raserei, kombiniert mit der Mod Verstärken, welche unsere Fähigkeitsstärke auf 130% hebt und die Fähigkeit selbst, welche die Angriffsgeschwindigkeit, ja wie wir wissen, um 50% erhöht. Da uns bekannt ist, dass die Fähigkeitsstärke skaliert, multiplizieren wir unseren prozentualen Grundwert von 50% mit unseren 130% Fähigkeitsstärke als 1,3 mal und addieren zum Schluss noch 30%, also 0,3 von unserer Raserei obendrauf.
Damit würden wir beispielhaft bei einer 95%igen Geschwindigkeitserhöhung liegen und im Grunde doppelt so schnell angreifen. Selbiges würde für die Nachladegeschwindigkeit gelten. Auch hier multiplizieren wir wieder unseren Grunderhöhungswert der Fähigkeit mit unserer Fähigkeitsstärke und addieren anschließend noch die Werte von möglichen Mods wie schnelles Ziehen obendrauf. Der Geschwindigkeitsbonus stackt zwar auch mit weiteren Mods, wird jedoch stattdessen multiplikativ gewertet, im Gegensatz zur Nachladegeschwindigkeit und Angriffsgeschwindigkeit, welche additiv ist. Dort wird zuerst der Grundwert mit möglichen Mods wie Sprint multipliziert, anschließend wird der Bonus dieser Fähigkeit wieder mit unserer Fähigkeitsstärke berechnet und ebenfalls auf den Grundwert gerechnet. Die beiden Ergebnisse werden jedoch nicht addiert, sondern multipliziert. Und da bei beiden Rechnungen jeweils einmal unsere Grundgeschwindigkeit beim Sprinten genutzt wird, ziehen wir diese noch einmal ab. Dies resultiert in diesem Beispiel in einem 1,145 Bonus, also einer 114,5%igen Erhöhung der Laufgeschwindigkeit, wodurch wir mehr als doppelt so schnell uns fortbewegen können. Der elektrische Schild unserer dritten Fähigkeit hat zwei mögliche Zustände. Einerseits den statischen Schild, welcher keinen Elektronenfluss besitzt, 4,25 Meter hoch und 6 Meter breit ist und während seiner 25 Sekunden Lebensdauer gegnerisches Feuer absorbiert. Wir können maximal 6 dieser Schilder auf einmal platzieren. Dies ist eine wichtige Information, da sie uns besonders bei Eidolon-Jagden helfen kann. Neuere Schilde ersetzen auch hier die älteren. Ein siebter würde also den ersten, unabhängig von seiner verbleibenden aktiven Zeit, löschen. Wir können mit einem Schild interagieren und diesen damit aufheben. Interagieren wir erneut, setzen wir ihn ab. Dies ist mit maximal einem Schild zur gleichen Zeit möglich und beim Aufheben wandeln wir diesen in einen aktiven Schild von 2x3 Meter um. Bewegen wir uns nun mit diesem Schild, so verbrauchen wir pro gelaufenen Meter einen Viertel Energiepunkt, können dies und die 50 Energiekosten der Fähigkeit selbst jedoch noch weiter mit Fähigkeitseffizienz vermindern. Tragen wir nun einen aufgesammelten Schild mit uns umher, so können wir nur mit Sekundär- und Nahkampfwaffen kämpfen. Egal welche der beiden Zustände wir nutzen, erhalten wir trotzdem dieselben Boni. Zwar werden gegnerische Schüsse blockiert, unsere jedoch stattdessen verstärkt. Und zwar erhalten wir 50% Elektrizitätsschaden obendrauf und kritischer Schaden wird um 200% multipliziert. 50% Elektrizitätsschaden klingt zwar hoch, wenn man sich vorstellt, dass eine 10.000 Schaden verursachende Sniperwaffe einfach mal 5.000 Elektrizitätsschaden obendrauf erhält. Jedoch wird dieser Bonus leider an dem ungemoddeten Grundschaden der Waffe berechnet und nicht durch Mods beeinflusst. Ebenso sind beide Erhöhungen fest und unabhängig von Fähigkeitsstärke. Lediglich mehrere Schilde hintereinander oder ineinander können den Elektrizitätsbonus noch weiter erhöhen. Drei Schilde würden somit 150% Bonusgrundschaden unserer Waffe in Form von Elektrizitätsschaden bedeuten. Der kritische Schadensmultiplikator bleibt davon jedoch unbeeinflusst und selbst bei mehreren Schilden auf festen 200%. Als Feststellung kann man hier also kurz erwähnen, dass der kritische Bonusschaden mit dem Voidschaden unserer Amps, also Verstärker, kombinierbar ist. Ein einzelner Schild reicht hier also aus, um den Schaden deutlich zu erhöhen. Der Elektrizitätsschaden hingegen bringt zwar nichts gegen die Voltschilde der Eidolons, jedoch wird dieser, wie wir gerade gelernt haben, auf den Grundschaden des schadensverursachenden Spielers addiert, wenn dieser beispielsweise mit dem finalen Schuss auf den Eidolon mit seiner Sniper setzt. Daher ist es als Voltspieler in Eidolon-Jagden sehr sinnvoll, nach dem letzten Schildbruch des Bosses 6 unserer Schilde für den finalen Schuss zu platzieren. Damit ich nicht noch genauer auf das Thema eingehen muss, verlinke ich hier einfach mal oben in der Infokarte meinen vollständigen Eidolon-Jagd-Guide, in welchem du alle restlichen und wichtigen Informationen dazu findest. Läuft die Lebenszeit der Schilde ab, so verschwinden sie, egal ob getragen oder nicht. Diese können wir jedoch mit Fähigkeitsdauer verlängern. Der Schadenstyp von einigen Waffen und Fähigkeiten ist außerdem mit unseren Schilden kombinierbar. Feuern wir auch hier eine Giftwaffe hindurch, so kann sie Korrosionsschaden verursachen oder beispielsweise auch Embers Feuerball, welcher durch Volts elektrischen Schild den Schadenstyp zu Strahlungsschaden verändert. Zu guter Letzt kann unsere erste Fähigkeit Schock auf ein Schild angewendet werden, um diesen zu elektrifizieren, wodurch er den Schaden von Schock jedem Gegner zufügt, der durch den Schild hindurchläuft. Dabei zählt der Schaden, den unser Schock zum Zeitpunkt der Ausführung anrichtet. Mit Grundschaden von 260 beim Schock und voll aufgeladener Passiven mit 1000 Punkten würde der aufgeladene elektrische Schild also 1260 Schaden an jedem durchschreitenden Gegner verursachen. Zuletzt noch unsere vierte, 100 Energiekostenfähigkeit namens Entladen. Sie stößt einen mächtigen Energieimpuls aus, der bis zu 20 Meter weit jeden getroffenen Gegner betäubt und schädigende elektrische Säulen erschafft. Jeder Gegner, der bis zu 4 Sekunden nach der Ausführung noch in den ursprünglichen Ausführungsradius hineinläuft, wird ebenfalls für die volle Dauer von 6 Sekunden betäubt. Die elektrischen Säulen entstehen in den betroffenen Gegnern und verursachen 8 Meter weitreichende elektrische Pulse, die jeweils 600 Schaden an allen Zielen verursachen. Sind keine Ziele in Reichweite, so schädigt sich die erschaffene Gegner-Elektrosäule nach einigen Sekunden selbst. Die Länge der Betäubung kann zwar mit Fähigkeitsdauer erhöht werden und der Schaden als auch der Radius einer elektrischen Säule oder der Entladung selbst durch Fähigkeitsstärke und Reichweite, jedoch haben allesamt einen Fall über höhere Reichweite. Je weiter entfernt die Gegner sind, desto weniger werden sie von unseren Effekten beeinflusst. Im Zentrum erhalten Gegner die volle Stärke, am Rand, also der maximalen Reichweite, jedoch nur noch die Hälfte der Dauer und Schadenswerte. Dieser lineare Fall hängt dabei vom Entladungsradius ab und nicht von dem Radius der einzelnen elektrischen
magischen Säulen. Auch hier synergiert der Schaden wieder mit unserer passiven und erhöht sich, je höher diese aufgeladen ist. Zudem explodiert ein schädigender Flächeneffekt, wenn wir unsere erste Fähigkeit, den Schock, auf einen von der Entladung beeinflussten Gegner anwenden. Unsere Augment-Mods erhalten wir diesmal bei den Arbiters of Hexes oder Red Veil. Für unseren Schock bietet Schocktruppe die Möglichkeit, dass wir die Fähigkeit ähnlich wie Embers Feuerball aufladen. Wirken wir sie anschließend auf einen Verbündeten, so erhält alles, was dieser Blitz berührt, also uns und unseren Verbündeten, 40 Sekunden lang zusätzliche 100% unseres verursachten Schadens als Elektrizitätsschaden obendrauf. Logischerweise skaliert die Höhe des Buffs mit Fähigkeitsstärke, der 15 Meter Radius mit Reichweite und die 40 Sekunden Dauer mit Fähigkeitsdauer. Die Geschwindigkeit der zweiten Fähigkeit hat eine Mod namens Schockierende Geschwindigkeit. Diese fügt simpel gehalten einen elektrischen Schadenswert von bis zu 175 Punkten jedem Gegner zu, der während der Buff aktiv ist, berührt wird. Dazu zählen beispielsweise auch Sicherheitskameras. Auch dieser kann mit Fähigkeitsstärke noch weiter erhöht werden. Transistorschild ermöglicht einerseits unseren Verbündeten ebenfalls, unsere Schilde aufzusammeln und zu bewegen. Diese haben dann jedoch keine Energiekosten dabei. Zusätzlich dazu wird der konsumierte Schaden durch gegnerisches Feuer multipliziert und unserer Passiven hinzugefügt. Auch hier kann Fähigkeitsstärke das noch weiter erhöhen, aber das Maximum von 1000 Punkten der Passiven kann trotzdem nicht überschritten werden. Und zu guter Letzt die Aufnahmefähigkeit, welche uns und unseren Verbündeten Schildpunkte verleiht, welche sogar in Überschildung resultieren können. Abhängig davon, wie viel Schaden unsere Entladung verursacht und wie hoch unsere Fähigkeitsstärke ist. Unsere Verbündeten müssen zum Erhalt ebenfalls in der Ausführungsreichweite stehen. Fähigkeitsdauer verlängert unseren Sprintbuff, die Lebensdauer unserer Schilde als auch die Betäubungszeit der Gegner in unserer Entladung. Fähigkeitseffizienz vermindert die Kosten all unserer Fähigkeiten. Fähigkeitsreichweite, die Blitzreichweite des Schocks, Verteilungsreichweite des Geschwindigkeitsbuffs und Effektreichweite der Entladung. Und zu guter Letzt die Fähigkeitsstärke, welche die prozentualen Werte als auch Schadenswerte aller Fähigkeiten erhöht, bis auf die unserer Schilde. Mein Mod-Setup ist hier für Eidolon-Jagden ausgelegt. Mit ätzender Projektion und interagierender Triff als Eidolon-rüstungsreduzierende Mods bieten sie uns bereits einen kleinen Vorteil. Fluss, Stromlinie und flüchtige Expertise verleihen uns massivste Energieersparnisse, wodurch wir frei so viele Schilde verteilen können, wie wir lustig sind. Auch wenn wir natürlich wissen, dass wir maximal 6 Schilde gleichzeitig haben können. Prime-Kontinuität, Augo-Nachricht und Engstirnig für massive Lebensdauer der Schilde und Vitalität als Überlebensmod. Schnelle Trift ist hier nur aus übrigen Platzgründen installiert und kann genauso wie eine beliebige Energiemod auch mit Fähigkeitsreichweite ausgetauscht werden, damit man größere Schilde erhält. Nötig für Eidolon-Jagden ist dies jedoch nicht. Als Alternative kann man natürlich auch ein Setup auf maximale Bewegungsgeschwindigkeit bauen oder vielleicht auch ein unterstützendes, welches auf Betäubungsdauer ausgelegt ist oder auch einfach eins, welches auf Schaden basiert. Volt bietet einem wirklich extrem viele Möglichkeiten der Moddung und ist mit jeder Variante in seinen eigenen Bereichen sehr, sehr stark. Um Volt zu erhalten, kann man ihn einerseits als Starter Warframe auswählen. Andererseits kann er jedoch auch im Tenno-Labor eines Dojos erforscht werden und für 80.000 Credits insgesamt gekauft werden. Dort erhalten wir alle seine Blaupausen. Er kann außerdem für 60.000 Ansehenspunkte im PvP-Modus Conclave erhalten werden, dort jedoch direkt vollständig. Wenn du nun deine Feinde mit atemberaubenden Kunststücken schockst und sie blitzschnell ihr Leben an sich vorbeiziehen sehen, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen, bei Fragen und weiteren Infos einen Kommentar schreiben, Kanal abonnieren, Glocke an und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, Scholateno!